jetzt echt gut ohne Unfall durchgekommen. Wir hatten am Anfang mal kurz diesen einen, wo der Bus so kurz die Kontrolle verloren hat, kurz die Kontrolle vom Bus verloren hatten, aber das war ja nur kurz am Anfang. Kein Haltewunsch, heißt, wir können die Tür 2 zulassen. Guten Tag, hallo, kommen Sie rein, hier in den Bus, bisschen wärmer hier drin. Genau, Tickets schön entwerten, so gehört sich das. Und weiter geht's. Ja, man merkt jetzt auch hier kurz beim Anfahren, wie der Bus ein bisschen so beim Anziehen das so ein bisschen so die Räder durchdrehen. Ich fahre jetzt auch die ganze Zeit einfach nur mit normalem Beschleunigen, also nicht Kickdown, also nicht das Gaspedal voll durchtreten, sondern so fast komplett, also so zu 85% ist es dann, glaube ich, wie man Gas gibt, beschleunigt. So. Ah, hier sind wir, glaube ich, da vorhin auch gewesen, nur halt dann geradeaus gefahren. So, ja, Straße ist aber frei. Sollten uns nicht zu lange hier aufhalten. Ja, im Intervall beim Scheibenwischer reicht ja auf jeden Fall auch, außer wir haben die ganze Zeit gute Sicht hier raus. Aber der Sound und der Bus, das ist einfach so geil bei dem Bus hier. Also allgemein, der Bus ist einfach so richtig geil und dann mit dem Update und Soundpack von Morphe nochmal geiler, als die normale Version ja schon ist. Ich finde es einfach so geil, dass hier der Scania Citywide für OMSI 2 umgesetzt wurde, weil der Bus ist einfach so schön. So, Tür ist auf, genau, die Frau kann raus. Guten Tag, eine Kurzstrecke für Sie. Ich mache jetzt heute mal komplett die ganze Zeit über die Tastenkombinationen. Bitteschön. So. Der Bus ist einfach der Hammer, Leute. Ich finde ihn so geil. Also falls ihr ihn noch nicht für OMSI 2 habt, ihr müsst euch ihn unbedingt downloaden. Da müssen Tür 2 zumachen. So, ist zu. Genau, sogar das Blinken da der Tür da. Innen habt ihr gesehen, diese roten, wie das so rot aufblinkt, wenn die Tür zugeht. Auch jetzt hier im Winter, mit dem, dass man die Spiegelheizung einstellen muss, die Außenspiegelheizung, damit die nicht vereisen. Richtig geil. Und noch vom Sound her und so weiter, Blinker-Sound, Motor-Sound, allgemein der Sound bei dem Bus. Und die ganzen Features, die ihr halt hier habt, so geil. Lässt sich halt einfach so schön fahren. Und guckt, der hat auch Licht an, also manche haben Licht an, oder sind es so die Standardfahrzeuge aus OMSI 2 von den KI-Fahrzeugen, die Licht an haben, und die anderen haben irgendwie kein Licht an, ich weiß es nicht. So, wir verlassen die 30er-Zone und biegen rechts ab. Wegen Bauarbeiten im Bereich Rudersdorfer Gürtel verkehrt dieser Bus nicht über Michael-Gamper-Platz. Fahrgäste mit dem Reiseziel Michael-Gamper-Platz steigen bitte hier in die Linie 31 um. Dankeschön. Ja, das ist eine coole Ansage mal so zwischendurch. So. Also geht's jetzt durch einen Baustellenbereich oder an der Baustelle vorbei, so wie ich es verstanden habe, werden es ja gleich sehen. So, 50er-Zone, hier ist jetzt schon wieder, wie ihr merkt, sofort ein bisschen mehr los, ein bisschen größere Hauptstraße jetzt hier. Und man sieht halt einfach die Straßenmarkierung nicht. Man muss halt jetzt, wir bleiben ja eh immer rechts, weil wir mit dem Bus unterwegs sind, also bleiben wir ja meistens immer rechts auf der Fahrbahn unterwegs, weil wir ja dann immer die Haltestellen ansteuern müssen und die ja immer am Fahrbahnrand sind, bekanntlich. Ja, wo auch sonst. Und genau, deswegen soll das jetzt ja kein Problem sein, aber wenn man es halt auch mal in die Mitte ausweicht oder so, muss man halt echt immer gucken, dass man da, naja, wir haben auch nur noch minus 1 Grad, das ist immerhin schon ein bisschen wärmer als minus 6 Grad Außentemperatur, muss man halt echt gucken, dass man da nicht zu weit rüberkommt und dann in die Gegenfahrbahn fährt. So, hier auch auf, müssen möglichst Sicherheit, wir wissen ja nicht, wie weit wir jetzt auf einmal rüberrutschen bei dem Rausfahren. Ja, komm, fahr vorbei, Kollege. Danach geht's aber raus für uns, weiter geht's. Ach genau, der fährt auch einfach mal rüber. So, aber man kann ungefähr das hier so abahnen von diesen, von dem, wie die Fahrbahnspuren. Aber hier steht ja links einordnen. Also wir nehmen einfach mal die mittlere Spur, so wie die ganzen anderen Autos. Genau, weil da ist gesperrt und hier ist jetzt die Baustelle, da steht auch das Baustellenschild. Naja, aber diese Markierung sieht man ja hier noch. So. Ach, da wo jetzt die X'e drauf sind, waren wahrscheinlich davor irgendwie so Abbiegepfeile oder irgendwie sowas. Weil hier so eine Kreuzung oder was das auch immer war, oder ein größerer Kreisel oder irgendwie so. Wahrscheinlich ein größerer Kreisel, oder es wird hier ein größerer Kreisel gebaut, da vorne war hier eine Kreuzung oder so. Und da waren die Pfeile wahrscheinlich, also wird man die jetzt sehen, wenn kein Schnee da liegt, die halt dann abgedeckt waren. Deswegen blinken die auch alle. Blinken einfach auch mal. Und da hat schon einer hier diese Warnbarken umgenietet, da lagen sie. So. Ach, der muss hier rein, der kommt. Fahr. Lassen wir dich rein. Jetzt haben wir genau 0 Grad im Bus, also immerhin schon mal 6 Grad wärmer als außen. So, und hier muss wer anhalten? Die anderen Autos, ne? Die von hier links kommen.
Ja, die haben auch da ihre Stopplinie. Das kommt auch keiner. Immer nur mal gucken. Weiß ja nie. Vielleicht fahren sie einfach weiter trotz des Stoppschilds. So. Der fährt rüber. Machen wir kurz mal einen Kickdown. Na, jetzt sieht trotzdem ganz gut an, muss ich sagen. Also, ihr seht schon, der beschleunigt schon recht gut. Und mit Kickdown hier, wie gleich dann die Drehzahl, wie er gleich, glaube ich, einen Gang runtergeschaltet hat in den Drehzahlbereich und die Drehzahlanzeige so in den höheren Drehzahlbereich gegangen ist. Und da haben wir nächste Haltestelle und das ist natürlich ein bisschen blöd. Oh, oh. Aber ihr seht schon, wie extrem lang der Bremsweg dann doch ist. Das war jetzt echt nochmal ganz schön knapp mit dem Bremsen, hat noch gereicht. Aber ihr habt schon gemerkt, das war jetzt schon kritisch mit der Geschwindigkeit dann. Also jetzt hier, weil wir jetzt so knapp zufällig in hier die Haltestelle auf einmal hatten. Aber es hat ja noch gerade so ausgereicht. Wir stehen jetzt hier direkt so vorm Bürgersteig. So, Bus wieder anheben. Türen sind zu. Da kommt einer, warte mal. So. Damit wir hier gut raus können. Ja, aber da habt ihr jetzt nochmal gesehen, wie das eigentlich mit dem Bremsweg bei dem Bus ist. Wenn man, das war ja sehr Vollbremsung. Also ich habe die ganze Zeit die Bremsentaste gedrückt. Wir haben voll in die Eisen sozusagen gegangen, wie das mit ABS und so weiter ist. So, linke Spur, dritte Ausfahrt für die 14. Ah, genau, das... Genau, das ist dieser Kreisverkehr hier. So, müssen wir mal gucken, dass wir gut reinkommen. Wobei, nach dem Auto ist frei, auf jeden Fall komplett. Also, wir können ja eh jetzt schon rein. Gut. Dritte Ausfahrt, also wir müssen noch eine links rüber. Straße ist frei, Ausfahrt 1. Fahren wir nicht so schnell 30, damit wir hier auch, damit er hier auch die Kurve mitnimmt. Da noch nicht, steht ja zum Glück noch mal alles da. Die nächste wird es dann sein. Genau, Albert Fleischhacker Platz, so hieß der. Und da wäre wahrscheinlich hier die Ausfahrt jetzt gewesen, wenn wir dahin gemusst hätten, weil die 17 fährt ja zum Beispiel dahin. So, und hier fahren wir lang. Genau, die 19, die fährt ja, glaube ich, auch nach Ikea West. Also, ne, die kommt von Ikea West zum, und fährt zum Albert-Fleischhacker-Platz irgendwie so, glaube ich. Also, die sind wir auch schon mal gefahren. So, fahren wir mal ein bisschen schneller. Mal gucken, ob die Kurve, die hält er jetzt aber noch hier. Es geht jetzt nicht so extrem eng in die Kurve. Da kommt er noch gut rum. Aber ihr merkt schon, wenn man jetzt hier so, ja, dann gegenlenkt oder so. Weil es manchmal schon ein bisschen wackelig, aber passt noch. So, 50. Oh, hier wieder Straße geräumt. Liegt vielleicht auch einfach daran, weil hier einfach für Schnee einfach keine... Straßentexturen da sind und deswegen haben wir jetzt natürlich hier gar keinen Schnee, gerade auf der Straße. Können wir es auch mal so sagen, ja, hier waren jetzt die Räumfahrzeuge unterwegs. Auch immer so viele Leute, aber die einzigen, die mit uns mitfahren wollen, sind nicht, oder? Sind nicht so viele? Ja, wobei doch. Ja, weil der eine Herr eben nur vorgelaufen ist, dachte ich, wollte nicht so viele mitfahren, aber es kommt auch noch ein paar rein. Der Rest wartet dann alle, waren alle auf die Linie. So geil, wenn die Leute so nichts sagen, einfach so Geld hinlegen. Wenn es so in echt so wäre, die Leute legen einfach so Geld hin. Und ohne zu sagen, wo sie hinwollen, genau 3 Minuten, die warten alle auf die, will mal die 19 und dann kommt nochmal die 19, bevor die 14 wiederkommt. So. Die 19 fährt also anscheinend öfters als die 14. So, das Auto wird ja wohl noch warten. Wartest du? Alter. Ich wollte da nicht jetzt so runter auf die Straße fahren, bevor der da jetzt noch so direkt neben uns da die ganze Zeit ist. Ich habe jetzt überlegt, hätte ich vielleicht doch noch, soll ich vielleicht doch noch warten, aber ich dachte halt, weil der hinten hinter so hinter uns beim Heck da gewartet hat, weil wir da noch so ein bisschen auf der Straße, mal gucken, jetzt ist die Straße schon wieder hier mit Schnee, weil die Dame wartet da auf uns, und wir haben Haltewunsch, genau, weil unser Heck halt noch so auf der Nachläufer noch so auf der Fahrbahn stand, der Nachläufer noch so auf der Fahrbahn stand, deswegen... Ah, da kommt sie. Ah, tut uns leid, müssen so ein bisschen weiterlaufen, die Dame. Der Bus ist aber echt gut gefüllt. Gut, dass wir mit dem Gelenkbus unterwegs sind. Ordentlich was los gerade hier auf der Linie. Und der Sound von dem Bus ist einfach so geil. Der Bus sieht einfach so geil aus, auch in der Lackierung hier. Genau. Ja, die passende Lackierung natürlich hier für die Map Baumgarten. So, die Dame ist im Bus. Bisschen wärmer jetzt hier drin. Beschweren sich jetzt auch nicht mehr, dass es zu kalt ist. Wir können jetzt auf jeden Fall... dann drehen wir die Heizung gleich noch ein bisschen runter. Bläse bleibt so. Genau, also mit dem eben, weil er halt so auf der Fahrbahn stand, also unser Heck und deswegen... Er guckt jetzt hier eben mit Kickdown, hat man auch so gemerkt, wie der Bus so ein bisschen... Grüß dich, Kollege. Der Bus so ein bisschen geruckelt hat beim Anfahren. Einfach halt, weil, ah, wir haben hier eine Busspur, gell? Dürfen ja hier drauf fahren. Oh,
das reicht noch. Genau, wir haben ein Busspur und Bussignal. Genau, weil der Bus eben noch so mit dem Heck halt auf dem... So, also genau, weil der Bus, weil der Nachläufer vom Bus noch so ein bisschen auf der Fahrbahn stand und der halt dann so gewartet hat, dachte ich ja, wir blinken ja, vielleicht bleibt er dann trotzdem noch stehen, weil manche reagieren ja so, wenn man halt dann blinkt, manche Autofahrer dann hier, dass die halt dann auch stehen bleiben oder halt einen dann auch rauslassen oder so, manche, manche auch nicht und, oder fahren dann langsamer vorbei, aber der ist die ganze Zeit so neben uns so hinten hergefahren. Ich wusste nicht, ob der jetzt schon neben uns ist oder nicht und deswegen bin ich über die ganze Zeit so ein bisschen noch möglichst halt rechts geblieben, aber irgendwann waren wir dann so weit weg vom Auto, dass wir rüberfahren konnten. So, genau, Bus ist ja frei, wir haben, biegen jetzt hier aber links ab. Hier, wo die Straßenbahn lang fährt, genau, ist ja normale Busspur. Würde jetzt hier auch so stehen, aber wird man jetzt halt, dann sieht man bei Schneefall nicht so gut. Aber genau, gut, dass wir es jetzt noch gesehen haben, erinnert mich auch noch dran. Sind wir da drüben dann auf einer Busspur gefahren, ne, hatten wir da drüben eine, glaube ich. So. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Signal wird dann so nach links zeigen, oder? Ja, genau. Und Abfahrt, weiter geht's. Er guckt die da hinten zum Beispiel, weiß nicht, wobei der eine wollte die Spur wechseln, ist halt auch nicht weitergefahren. Wahrscheinlich aufgrund von unserem Blinker, darauf hat er reagiert. So, hier sind wir jetzt in der, wie heißt es, Schippergasse. So, genau, müssen wir aufpassen, laufen nämlich die ganzen Leute hier über die Fahrbahn die ganze Zeit. Dürfen 20 km/h fahren. Oh. Na, warten wir lieber noch, bis die Damen hier drüber sind. Die werden sonst schön in die Seiten. Ach so. Ja, danke. Machen wir, der Herr bleibt auch schon stehen. Da kommt auch ein Kollege durch, auch langsam mit 20 km/h hier durchgefahren. Muss auch auf die ganzen Fußgänger aufpassen. Der Herr bleibt aber auch. Die bleiben aber alle schön stehen, sehr schön. So die Fußgängerzone hier sozusagen. Shoppingnacht hier. Lang geöffnet sozusagen. Längere Öffnungszeiten der Shoppingnacht. So. Da ist ordentlich was los hier in der Innenstadt, in der City. So, hier in der Schippergasse. Genau, der Kollege ist aber, glaube ich, die 19 gefahren, ne? Aber die fährt ja genauso jetzt die ganze Zeit. Kommt ja auch von Ikea West, wie ja schon erwähnt. So, kommen Sie rein, die Damen und Herren. In den warmen Bus, 3, 4 Grad haben wir jetzt hier. Na, gerade war es 4 Grad, ist es 3 Grad geworden. Ich weiß nicht, ob es jetzt die ganze Zeit kälter wird, weil die Heizung nicht mehr so stark eingestellt haben. Oder ob... Einfach, ja, wahrscheinlich, weil kurz die Tür auf war, ist kurz ein bisschen kalte Luft reingekommen. Wäre genauso, wenn wir jetzt die Fenster öffnen würden, wird es ja auch kälter im Bus werden. Na, die Dame wartet auch. Wunderbar. Machen uns hier alle Weg frei. Vorne werden wir es wahrscheinlich wieder verlassen, die Schippergasse. Guck, die Autos an. Das sind aber alles halt die Standardautos aus OMSI 2. Die haben irgendwie alle bei Schneefall dann die Lichter an. Wobei, das ist jetzt auch ein Auto hier, der Smart und der Smart da aus dem Hamburg Tag und Nacht Addon. Und der hat auch Licht an. Also, guckt doch der Opel da ja auch. Also, keine Ahnung, am Anfang hatten, oder der Mercedes auch, manche hatten, oder irgendwie, jetzt haben sie irgendwie alle Licht an. Am Anfang hatten sie irgendwie nicht so, hatten irgendwie nur wenige Licht an. Jetzt haben irgendwie alle Licht an, ja, keine Ahnung. Ist mal so irgendwie. Mal gucken mal kurz, wie weit wir schon sind. Von der Verspätung her, Leute, kein Problem, wir sind echt gut in der Zeit. Erst ab 3 Minuten und mehr sieht man es ja als Verspätung an. Wir sind jetzt an der Weidlinger Straße. Haben jetzt so die Hälfte hinter uns und sind bis jetzt echt richtig gut trotz der Witterungsverhältnisse durchgekommen. Hoffen wir mal, dass es so gut weitergehen wird. Müssen wir erstmal warten, dass die Ampel grün wird, dass wir auf die Sankt Veiter, auf den Sankt Veiter Ring jetzt hier links abbiegen können, sofern der auch in diese Richtung auch so heißt. Aus der Schippergasse raus in den Sankt Veiter Ring. Das habe ich, denke ich mir auch mal schon, wenn ich so stehe an so einer Ampel und so, also jetzt hier in OMSI 2 und so die ganzen, und die Straßenschilder und so sehe, und mir so überlege oder auch damals immer so die Maps halt anschaue, dass man so die Maps von oben mir so ein bisschen anschaue, wenn ich so eine neue Map installiert habe und mir die erstmal so ein bisschen anschaue. Oh, der Sprinter klebt aber auch ganz schön an dem anderen Mercedes da dran. So, wieder eine Busspur und da warten schon die Leute. Denke ich mir auch mal schon mit diesen Straßenschildern, Alter, das ist doch sowas von viel Arbeit. Man muss sich für jede Straße hier so einen Namen überlegen. Dann muss man da die Straßenschilder extra machen. Das ist auch so eine Sache, wo ich mir vorstelle, das dauert ja, das ist ja auch nochmal was, wenn man ewig halt bei so einem Mapbau braucht und man sich auch nochmal so Gedanken so, über so Sachen drüber machen muss und so weiter. Auch so über die Linienführung und so weiter, das ist ja auch erstmal alles viel zu überlegen. Außerdem hat er halt schon so ganz viele Ideen. So, guten Tag. Ein Fahrschein für die Dame. Bitte schön. Und die Türen gehen zu. Genau, das stelle ich mir eigentlich auch immer ziemlich aufwendig vor, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch irgendwie, oder man nimmt da schon irgendwie andere Straßennamen, die es schon gibt. Von irgendwo anders übernimmt man die. So, kurz mal ein Kickdown. Der beschleunigt wahrscheinlich jetzt nicht so schnell wie bei
nicht schneebedeckten Straßen, aber beschleunigt schon recht gut. So, komm, die grüne Ampel kriegt. Ne, wir müssen rechts abbiegen. Ah, möglichst früh bremsen, bevor wir hier über die Kreuzung rüber schlittern. Ah, genau, jetzt sind wir im Kundenzentrum der BGVB hier links, der Baumgartner Verkehrs. Das vom Baumgartner Verkehrsbetrieb. So, ja, der läuft schon hin und her, wartet ganz sehnsüchtig auf den Bus, dass er endlich hier in den warmen Bus einsteigen kann. Aus dem Schneegestöber raus. Komm rein. Der Kran arbeitet da fleißig. Das Gebäude wird weitergebaut. So, bitteschön. Genau, da zum Beispiel mit den. Guck, da blinkt da so das Signalleuchte auf. Und Bus anheben. Das ist echt gut was los, Leute. Bus ist echt gut gefüllt. Und weiter geht's. 30er-Zone. Ja, aber vielleicht, oder man übernimmt dann irgendwie so die Straßenschilder, die Namen der Straßenschilder von anderen Maps oder vielleicht gibt es auch irgendwas anderes noch, das irgendwie leichter macht, das zu erstellen oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich habe mich noch nie mit Mapbau beschäftigt, werde ich auch nie machen. So eine Map hier für OMSI 2 bauen.